Rüsker. Ideen, Ingenieure, Innovationen. Wir befinden uns hier in Anklam im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern, genauer gesagt auf der B109, der derzeitig im Bau befindlichen Ortsumgehung Anklam. Diese Ortsumgehung wird gebaut, um den Verkehr in der Stadt Anklam zu entlasten, die Verkehrsbelastung der Stadt Anklam zu reduzieren. Dazu wird also diese Ortsumgehung zwischen dem Stadtgebiet Anklam und dem Peenetal neu hergestellt. Sie sehen im Baufeld die verlegten Geogitter. Das sind bewährte Bodenpolster oder Gründungspolster, die über einer Pfahlgründung hier installiert werden. Diese Pfahlgründung überbrückt diese Weichschichten und wird praktisch von dem bewährten Bodenpolster, was auf Basis von Frottag-Geogittern hergestellt wird, überbrückt. Der geologische Untergrund in diesem Bereich ist geprägt durch das Peenetal. Hier gibt es organische Ablagerungen, die mehrere Meter stark sind und die dazu führen würden, wenn man also einen Dammkörper hier schütten würde, dass Setzungen im Bereich ebenfalls fast mehrere Meter entstehen würden. Und dieses Problem ist eben durch die Pfahlgründung eliminiert worden. Die Pfähle tragen die Lasten des Dammkörpers in den unter den Weichschichten befindlichen tragfähigen Baugrund ab. Dieses Gitterpolster hat die Aufgabe, die Lasten aus dem Dammkörper sauber in die Pfähle zu übertragen und die entsprechenden Spreizkräfte im Seitenbereich des Dammes aufzunehmen. Es werden hier Gitter im Festigkeitsbereich zwischen 400 und 900 kN pro Meter eingebaut.
Hüsker. Ideen, Ingenieure, Innovationen.